Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Donkey Kong 64. Beim letzten Mal Duggadon besiegt, Kristallkaverne betreten. Ich wollte erklären, warum ich dieses Level mag und hasse. Es gibt ein paar Gründe hier, warum man dieses Level nicht unbedingt mögen sollte. Ein bisschen erinnert es übrigens auch an Klunkerkluft Mine von Banjo-Tooie. Aber ihr wisst ja, dass Donkey Kong 64 zwischen Banjo-Kazooie und Tooie rauskam. Das heißt, ich habe jetzt bewusst hier Chunky genommen, weil wir müssen ein paar Sachen vorbereiten in diesem Level. Das heißt, man hat ja ein paar Ideen, wie der wieder verwendet. So, bam. Haben wir das mal kaputt gehauen. Folgen wir hier dieser Spur. Ich meine, hier gibt es noch etwas zu holen. Oder zumindest das hier ist wichtig. Später mal. Jetzt noch nicht. Okay, ich dachte, hier wäre noch was. Entschuldigt. Ein bisschen Orientierung brauche ich wieder. Ja, also es gibt Sachen, die in diesem Level, die ich an diesem Level mag. Sachen, die ich in diesem Level hasse. Was ich zum Beispiel mag, ist einfach die schöne Atmosphäre hier, die Musik und alles. Oder auch generell das Design von dem Level, also mit den ganzen Stalagmiten und sowas. Ich bin sowieso so ein Fan von solchen Tropfsteinhöhlen, sagt man das so, genau. Aber es gibt Sachen, die sind scheiße. Und ich denke, wir werden in dieser Episode auch noch ein bisschen sehen, was hier scheiße ist. Aber ich muss auch ein paar Sachen vorbereiten noch. Genau das ist scheiße, was jetzt passiert. Immer wenn ihr diese Musik hört, passiert das. Hier gibt es einen riesigen, großen Gegner, der haut mit seiner Keule alles kurz und klein. Und immer wenn er auf den Boden haut, kommen die Stalagmiten runter. Okay. Ja, Stalaktiten ragen von unten hoch, Stalagmiten kommen von oben, das weiß ich noch. Okay, also, man muss also aufpassen, dass man von ihm nicht getroffen wird. Das passiert in ziemlich wahllosen Abständen, aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwas Reguläres mit drin. Sollte es so sein, ich weiß es gerade nicht. Also ich bin der Meinung, es ist ziemlich wahllos, wann das teilweise passiert. Ja, also man kann das Ganze übrigens aufhalten, weil dieser große Gegner ist, der einmal besiegt, spawnt er nicht wieder. Mit Tiny kommt man dahin. Das machen wir nicht. Ich will ein bisschen Herausforderung haben. Und die Fehlrate ist sowieso dann schön für euch anzusehen. So, jetzt geht das wieder los. Aber ich weiche aus durch ein Katapult. In einen Bonusbereich. Jawohl. Das wird dann auch die erste Aufgabe für Donkey Kong sein. Wow, drei Fässer zur Auswahl. Jede Wette, ich wähle jetzt sowieso gleich ein dummes, aber hier haben wir immerhin, ich wollte ihm sagen, goldene Bananen gehabt. Fünf gelbe Bananen. Also ich muss schon sagen, Musik und sowas ist schon schön in diesem Level. Aber es ist, gehört nicht zu meinen Favoriten, wie ich ja sagte. Übrigens, wen es interessiert, meine drei Favoriten-Level. Wieder aus dem finalen Level, weil das ist immer was ganz Besonderes. Ah, ich glaube, ich habe es doch schon geschafft. Zu der Banane hier. Es sind einmal. Also, die Fabrikquartale ist mein Favoritenlevel Nummer 1. Nummer 2 geht an. Ne, Moment. Nummer 1 ist der Wunderwald. Nummer 2 geht an Fabrikquartal. Nummer 3 geht an das nächste Level. Level 7. Aber das will ich jetzt noch nicht verraten für die Kinder, sag ich jetzt schon. Für diejenigen unter euch, die mit diesem Spiel nicht so sehr vertraut sind. Aber ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was sind eure Favoriten unter den Donkey Kong 64 Leveln sind. Natürlich betrifft diese Aufgabe jetzt nur diejenigen, die das schon mal gespielt haben. Die das komplett auch kennen. Und hier haben wir das Minifass. Ab die Post. Ah, wir spielen wieder Kremlin-Kracher. Ihr wisst ja noch, wir müssen uns diese Kröten hier vom Halse halten. Man will immer versuchen. Wow, was? Hat mich getroffen und ich habe mir dabei meine zielsuchende Munition verschossen. Das ist so unhöflich. Ich finde es sowieso etwas nachteilig bei diesem Spiel, dass wir nur. Dass wir nicht alle Munition auf unendlich haben. Also das heißt, dass wir die Zielsuche nicht auf unendlich haben. Das ist der kleine Nachteil hier. Weg. Da kommt noch einer, So, das könnten jetzt die längsten 46 Sekunden meines Gamer-Lebens werden. Sagt man immer so schön, ne? Da ist noch einer gespawnt, aber da ist noch einer. Geh weg. Da kommt. Geh weg. Geh weg! Nein! Ich habe ihn nicht getroffen! Was? Ich habe ihn gedacht, ich hätte ihn. Es geht schon wieder los. Mit den Fehler. Mit den Fehlereien hier. Welcome to Bonus Stage, jawoll. Und ab geht's. Das war ein schlechter Durchgang. Okay, nochmal von vorne, bitte. Welcome to Bonus Stage. Geh doch weg! Okay, das war knapp. Aber ich hab's geschafft. So. Schön zu einer Spawnstelle.
Spawnstelle schießen. Fast wie in Minecraft, geht er weg. Es kommen so Kommentare. Oh, du kleiner Fall von Gronkh. Nein, das ist jetzt. Ah, das war knapp. Okay, das mit dem Gronkh-Kommentar hat auf jeden Fall so Spaß her, weil ich finde es irgendwie ein bisschen artig, dass man andere Two-Flames quasi den nachmachen würden. Komm her. So. Du bist der Nächste. Da ist noch einer gewesen. Halt, ist der wieder gekommen? Nein. Gut, weg mit dir. Achtung, Achtung, weg. Den habe ich zu spät gesehen. Den habe ich zu spät gesehen. Den habe ich zu spät gesehen. Aber es war noch knapp. Komm, fall um. Ist hier unten einer? Ja, da unten war einer. Oh Gott. Nur noch 10 Sekunden und jetzt muss es auch noch so schnell werden. Die Musik so eine blöde Zirkusmelodie. Los, ja. Stärke Leistung, geht doch. Puh. Das war schweißtreibend. Okay, das passt auch, weil wir haben ziemlich warme Temperaturen draußen. Das war jetzt für mich jetzt. Und Donkey fällt in den Abgrund. Oh, Banana. Und, jawohl, Party Donk. Donkey Kong, das war die erste goldene Banane in diesem Level für uns. Yeah, noch 24 Stück. In Kristallkaverne. Puh, Jesus. Okay, hier gibt es auch etwas für Lanky zu holen. Wie ihr sehen könnt. Aber ich glaube, es gibt auch ein Upgrade für die Kongs. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, gibt es nicht. Okay, dann lassen wir es. Dann gehen wir wieder raus. Ich meine, mit Donkey habe ich ja sowieso alles schon. Ja. Gut. Wir stürzen uns hier rüber. Oder auch nicht. Das war irgendwie ein bisschen fail. Egal. Ja, wir müssen noch ein paar Sachen erkundigen. Erkunden. Was ist das denn jetzt für ein Wort? Ja, man erkundigt sich nach etwas, aber man erkundet doch nur etwas. Gott, ich sollte echt mal sprechen lernen. Gut, wenn ich sprechen könnte, dann wäre ich ja kein Netzwerk. Okay, diesen Satz habe ich jetzt auch schon mal gehört. Das wird langsam langweilig, findet ihr nicht? Okay, hier hoch geht's. Achtung, Angriff von Abbe. Ich meine, wir kriegen aber hier auch nochmal ein Upgrade von, wie heißt der Kerl noch gleich? Kleines Schätze mal. Wow, ihr seht die ganze Burg hier gehört, Lanky, ich bin hier eigentlich nur lang gegangen, um ein bisschen Ablenkung zu haben für die Stalagmiten. Stalagmiten, so, jetzt hüpfen wir mal hier hoch. Also wie gesagt, man kann also auch zuerst was mit Tiny erfüllen. Das werde ich dann noch zeigen, wenn wir bei Tiny sind, wie man diesen Typen zuerst los wird. Jetzt geht es mal hier durch. Gucken, ob wir ein Upgrade... Ja, es gibt ein Upgrade! Haha, ich hatte recht. Alle Kongs Munitionsgürtel 2, das heißt, anstatt 100 Munition können wir jetzt 200 tragen. Und betrifft auch die Zielsuchvorrichtung, dass die zielsuchende Munition, dass wir jetzt auch doppelt so viel von der tragen können. So, hier gibt es nichts mehr für Donkey zu googeln. Deswegen springen wir jetzt hier runter und schwimmen hier durch den Wasserfall durch. Weil wir haben ja gerade mal eine Aufgabe erledigt. Aber es gibt noch ein paar Sachen zu erledigen, wie gesagt. Ich glaube auch, es gibt ein Upgrade für einen Candy. Sicher bin ich mir, wie gesagt, nicht. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal nach. Yep, es gibt ein Upgrade. Und zwar die dritte Melone. Jawohl, ihr hört richtig, ihr seht richtig, ihr lest richtig, ihr versteht richtig. Ihr kommentiert vielleicht auch richtig, das werden wir noch sehen. dritte Melone, Upgrade für die Kongbande. Das heißt, ja, jetzt haben wir 4 Energieeinheiten mehr. Ich will mehr. Was wollt ihr denn mehr? Gut, aber hier haben wir ein paar Aufgaben. Und ab die Post. Vielleicht können wir halt noch ein oder zwei erledigen in dieser Episode. Jetzt haben wir fast 10 Minuten aufgenommen. Wow, das sah eben episch aus, wie so die Bananen eingefroren sind. Und ihr hört auch, dass ich einen Kasplatt gelegt habe. Aber jetzt erstmal, wir haben hier so ein Minispielhaus. Sag ich mal. Aufpassen, wir müssen nur die Singer hier alle erledigen. Warum mache ich das so? Ach, ich kann kein Instrument spielen. Jetzt habe ich es verstanden. Dann hole ich mir die zielsuchende Munition. Das wird, glaube ich, einfacher. Wir müssen hier alle Singer erledigen. Und das wollte ich sagen. Das ist schon, übrigens, dieses Haus ist schon wie... Warum glitscht das hier direkt von mir? Was soll der Quatsch? Ah, wegen dem Bücherregal oder was? Hihihihi, mich greift hier nicht an. Mich greift hier nicht an. Kein Touches. Gehen wir mal hier rüber. So, was ich sagen wollte, Moment. Yep. Und runter mit dir. Gut. Sonst was? Haben wir sie? Yep. Haben wir. Gut, was ich sagen wollte, es gibt,
Ja, pro Level gab es ja dieses mit den Münzen rennen und eine Sammelstelle für Kong-Aufgaben. Hier in diesem Level gibt es eigentlich zwei, könnte man sogar sagen. Ja. Und zwar ist das einmal diese Hütte hier. Achtung, ich warte jetzt mal. Komm, klapp zu. Nur weil ich jetzt hab, dann habt ihr es gesehen. Nur weil ich. Nein, ich bin. Nein, das wäre rassistisch, wenn ich sagen würde. Okay, wir gehen wieder raus. Ja, es gibt zwei Stellen. Einmal diese Hütte und einmal. Ah, sieht man es von hier? Nee, sieht man noch nicht. Das zeige ich euch dann noch. Wenn es soweit ist. So, jetzt können wir eigentlich schon noch eine Aufgabe mit Donkey erledigen, dann sind wir schon fast durch. Und zwar hat Donkey als einzige hier an dieser Hütte zwei Aufgaben. Ich muss mir nur den Weg nach oben erarbeiten. Ich glaube, da oben gibt es auch irgendwo einen Teleporter. Und dann brauchen wir also auch mal Diddy noch, damit er uns was vorbereiten kann. Ah, nehmen wir schon wieder alles vorweg hier. So, hier haben wir Diddys Aufgabe. Warte, ich muss mal gucken. Ich könnte mich aber auch irren. Wow! Die kam aber knapp runter. Die kam knapp. Ich könnte mich, wie gesagt, auch irren, dass es Diddy ist, der hier zwei Aufgaben. Ah, Diddy hat hier zwei Aufgaben. Aber irgendwo hat Donkey auch noch einen zweiten. Egal. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ach, Donkey hat hier bei der Hütte. Hier ist noch so eine Mini-Hütte. Da hat Donkey noch eine Aufgabe. Ah, ich muss das erstmal wieder in Erinnerung rufen. Es ist schon etwas länger her, dass ich das Spiel gespielt habe, obwohl es eigentlich zu meinen meistgespielten N64-Spielen gehört. Warte mal, ich will kurz gucken, ob hier oben was ist. Auch nur für Tiny und Lanky was. Ah, oh, schon wieder. Die Stalagmiten kommen von oben. Ja, wir spielen jetzt diese Hütte auf. Wir spielen diese Hütte auf. Das ist interessant. Ah ja, es ist die Power of Music, warum wir hier alles öffnen können. So. Und wir haben schon wieder einen Kasperl erlegt. Das war vermutlich der gleiche Hansel da eben. So, jawohl. Ein sehr lustiges Spiel. Wir dürfen hier Memory spielen und wir haben auch noch eine die Kong-Platte. Das Lustige ist nämlich, wir können den Raum drehen. Whee! Das hat auch schon wieder was von Banjo-Kazooie. Wir machen diese Aufgabe. Ja doch, diese Aufgabe machen wir noch. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Episode. Kümmere ich mich dann um diesen Kampf gegen. Aber jetzt gut. Wir müssen hier eigentlich Memory spielen. Ja. Und das Ganze findet so statt. Warte, wo haben wir denn hier den Schalter? Achso, ich muss einfach irgendwas umlegen. Na, geht doch so. 50 Sekunden, wie ihr sehen könnt. Ab geht die Schoße. Deswegen war es doch von Vorteil, dass ich dann etwas violettes ausgewählt habe. Jetzt machen wir das Blau noch hier. Und dann aktivieren wir hier. Drüben alles. Die gelben, jetzt haben wir noch was Orangenes. Dann müssen wir, also Orange-Rotes, dann müssen wir auch nicht mehr zurück zu dieser Platte, wenn wir die aktiviert haben. Das ist heller, ne? Jawohl, das ist Diddy. Das aktiviert, ist eine goldene Banane. Hopp. Und das war's für das Memory. Hey, mit meiner Banane! Oh, Banane. Direkt dort, wo ich stehe, das ist schon mal vom Vorteil. Donkey Kong. Dann sage ich, tschüss, bis zur nächsten Episode, Leute. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade rede. Ich finde es gerade lustig.